Dürfen Gartenabfälle, Pflanzenreste und ähnliches verbrannt werden? Diese Frage steht immer wieder im Frühjahr und im Herbst an. Eigentlich aber hat sich seit 2001 nichts an der Verordnung des Landkreises geändert. Darüber informierten Umweltamtsleiter Roger Hewelt und Pressesprecher Michael Fengler in einer Pressekonferenz in dieser Woche. Vermehrt habe es auch jetzt wieder Bürgeranfragen gegeben, höchstwahrscheinlich fühlten sie sich durch Rauchschwaden belästigt. Und das schon im Februar. Pflanzenreste dürften aber nicht ohne weiteres verbrannt werden. Lediglich im März und Oktober gibt es Ausnahmen und das auch nur von Montag bis Sonnabend zwischen 8 und 18 Uhr, höchstens 2 Stunden am Tag. In der Verordnung steht: Gartenfeuer dürfen nur entfacht werden, wenn eine Kompostierung oder Lagerung auf dem Grundstück sowie die Nutzung der öffentlichen Entsorgungssysteme nicht möglich oder zumutbar ist. Die Frage nach der Zumutbarkeit, den Weg zum Wertstoffhof zu nehmen, muss im Einzelfall geklärt werden. Doch Roger Hewelt hob hervor, dass in Orten wie in Güstrow kaum eine solche Ausnahme gelten könne. Es ist der Umweltgedanke, der uns auch hier nicht nur aufgrund gesetzlicher Regelungen treibt, sondern auch für unsere Bürger der Umweltgedanke, der uns treibt. Die Entsorgung von pflanzlichen Abfällen muss nicht durch Verbrennen stattfinden. Wir haben Entsorgungssysteme, insbesondere auch in zentralen Orten, insbesondere auch in der Kreisstadt. Wir haben die Biotonne in der Anschlusspflicht. Wir haben die Ausnahmen durch Kompostierung, die möglich sind. Wir haben den Wertstoffhof in Güstrow, wenn es um die Stadt geht. Und diese Möglichkeiten sind räumlich da, sie können genutzt werden. Nutzen Sie es. Das bedeutet, auch Gartenbesitzer sollten sich genau überlegen, ob sie ein Feuer entzünden. Lieber die Abfälle kompostieren oder zum Wertstoffhof bringen. Das alles ist auch im Internet nachzulesen, auf der Seite des Landkreises unter der eingeblendeten Adresse.